Moin Moin Seekross-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekross-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Flaschenpost. Und zwar haben wir für euch wieder ein paar Themen vorbereitet. Ganz spontan, Wargaming bereitet ein Update vor, und zwar das Update 0811. Und es wird weiterhin eben die CVs im Hauptfokus setzen und natürlich ein paar Fehlerbehebungen durchführen, wie die mit den Geräuschen, die dann teilweise doch ein bisschen nervig waren und ein paar Probleme verursacht haben und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Darauf wollen wir heute Abend mit euch eingehen und dann natürlich weitere Themen wie die Kompensation, Paten und Rekrutierungsposter. Also ihr seht es ja schon an der Seite. Wir legen direkt los und fangen oben mit einem Hotfix an, was heute veröffentlicht wurde. Eine deutsche Übersetzung der Hotfix-Patch-Logs oder Change-Logs gibt es aktuell nicht auf der Wargaming-Seite. Aber ihr kennt Seekrauts und ihr kennt unsere Facebook-Seite. Und auf der Facebook-Seite haben wir euch den kompletten Artikel in Deutsch übersetzt. Und ihr bekommt hier die Informationen quasi schon vorab. Also, es wird jetzt zum Beispiel als erstes hier die Hakurio nochmal in den Fokus genommen. Und so werden jetzt hier die Geschwindigkeit, wie sich dieser Fächer verändert, beziehungsweise wie er sich schmaler zusammenzieht, wenn man in den Anflug geht, wird hier beschleunigt. Und zwar für viele Bomber. Und die stehen hier alle dabei. Die Shokaku ist davon übrigens auch betroffen, dass man wieder ein bisschen schneller sich einzielen kann. Dann wird die Vorbereitungszeit verändert. Und zwar dann, wenn man auf die linke Maustaste raufklickt, bis dann wirklich der Angriff durchgeführt wird. Also von diesem Orangen in dieses Grüne wechselt, beziehungsweise in dieses Graue, in diesen Anflug und so weiter. Das waren 5 Sekunden, wird jetzt auf 4,5 Sekunden reduziert. Und auch das betrifft die Shokaku und eben die Hakurio. Hier sind die Bombertypen nochmal genau aufgefächert. Bei der Riju sind sogar 4 Sekunden dann. Also von daher wird das auf jeden Fall die Angriffe komfortabler und angenehmer gestalten. Einfach gerade wenn man dann erstmal durch die äußeren Flakgürtel durchgeflogen ist, kann man somit vielleicht ähnlicher, schneller wieder in so eine und effizienter kämpfen. Man muss nicht immer durch die mittlere und lange Long-Range-Flak fliegen, wo man dann eben auch mit diesen schwarzen Rauchwolken mehr zu kämpfen hat, sondern man kann eventuell eben auch in diesen Kreisen drinnen bleiben. Möglicherweise, wie gesagt. Dann wird eins verändert, und zwar die Torpedobomber, die jetzt bei der Shokaku und bei der Hakurio auf dem Deck stehen, sind 1,5 Staffeln. Also eine komplette Staffel und nochmal eine halbe Staffel. In Zukunft wird es so sein, dass 2 ganze Torpedobomber-Staffeln auf dem Deck stehen. Das heißt, ihr startet mit Torpedobombern, verliert möglicherweise die ganze Staffel und habt danach sofort wieder eine komplette Staffel noch zur Verfügung. Und erst danach wird es eben problematisch, weil dann plötzlich nämlich wahrscheinlich gar keine mehr zur Verfügung stehen. Ihr müsst also darauf aufpassen, dass ihr die Torpedobomber nicht weiter verliert. Und das soll das Einflusspotenzial erhöhen und es wird auch euch noch etwas an die Hand gegeben, um besser auf eure Torpedobomber aufzupassen. Nämlich die Reparaturmannschaft, die auf den Torpedobombern der Japaner drauf ist, bei der Shokaku und Hakurio wird verändert. Und zwar war vorher die Ablenkzeit 3 Minuten, jetzt sind es nur noch 2 Minuten. Und ihr bekommt eine Ladung mehr, statt 3 bekommt ihr jetzt 4 Ladungen. Somit habt ihr auf jeden Fall eine höhere Überlebensfähigkeit der Torpedobomber. Gerade wenn ihr den ersten Anflug überstanden habt, also so mache ich jetzt zum Beispiel. Ich fliege an, habe dann natürlich volle HP im Idealfall, riskiere etwas, schmeiße meine Torpedos ins Wasser und drehe dann ab, mache einen zweiten Anflug und bevor ich den zweiten Anflug mache, drücke ich in der Regel, je nach Schadensstand, man guckt ja unten dann mal in diesen Gesundheitsbalken sozusagen rein, wie viele Trefferpunkte man noch hat, drückt dann die Reparaturmannschaft rein und das kann wirklich sehr viel helfen und ja, vielleicht macht ihr in Zukunft ja so ähnlich oder genauso, wie auch immer. Das wird halt jetzt auf jeden Fall für euch verbessert. Die Fallzeit der Bomben des Trägers Kaga wird um 10% erhöht, weil da war es in der Vergangenheit eben möglich, doch relativ genau abzuwerfen und relativ zielstrebig abzuwerfen, sodass der Gegner, den man da mit Bomben bewirft, eigentlich gar nichts mehr groß was machen konnte. Und im Gegenzug wird die Erholungszeit, also bis Torpedobomber wieder ins Deck gebracht werden, von 75 auf 90 Sekunden erhöht, was dazu sorgen muss, dass ihr eben nicht mehr eure Flieger einfach so wasten könnt, weil die Flieger sowieso alle 75 Sekunden da sind. Jetzt dauert es 1,5 Minuten pro Flugzeug. Des Weiteren wird bei der Graf Zeppelin etwas verändert. Der Schaden wird von 6.000 auf 5.500 Punkte gesenkt.
Und es geht dann auch nochmal weiter bei dem Balancing, und zwar innerhalb der Träger. Es ist jetzt so, dass die Stockflugzeuge teilweise mehr als 5% Trefferpunkte weniger haben als dann der nächsthöhere Flieger, den ihr dann ja frei forschen könnt. Und in Zukunft ist es jetzt so, dass die Trefferpunkte der Standardflugzeuge, ohne sie zu erforschen, maximal 5% von dem Wert abweichen kann, den dann das beste Flugzeug hat. Ja, das ist einfach nur, um das nachvollziehbar und angenehmer zu gestalten. Ich bin mal gespannt, wird man sicherlich merken, was dich betrifft. Das sind nur T8 und T... Moment... nur T8, nee, T6, T8 und T10. Es betrifft nicht keinen Premium-Flugzeugträger und betrifft auch nicht den T4-Flugzeugträger. So, dann geht's weiter mit der Erkennbarkeit. Wir hatten ja mit dem letzten Update 0803, war das glaube ich, diese Einführung der Sichtbarkeit, dass die um 20% bei allen Schiffen pauschal reduziert wird. Und das war eben auch aus meiner persönlichen Sicht ein Fehler, das pauschal zu reduzieren. Und jetzt wird Folgendes eingeführt. Und zwar ist es jetzt so möglich, alles davon, also alles, was ich jetzt erzähle, davon sind die Zerstörer komplett ausgenommen. Die Zerstörer können weiter, die Sichtbarkeit ist bei denen weiter so reduziert, wie es jetzt schon ist. Also jeder Zerstörerfahrer kann sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen und einfach nur zuhören. Und jeder Kreuzer- und Schlachtschifffahrer und CV-Fahrer und so weiter sollte jetzt gut aufpassen. Denn ihr könnt in Zukunft nicht mehr mehr Tarnung haben, als eure Flak Reichweite hat. Das bedeutet, hat eure Flak, also habt ihr angenommen, eine Tarnung von, jetzt nur ganz abstrus, von 5,8 Kilometer, aber ihr geht erst bei 5,2 Kilometer auf, geht ihr in Zukunft bei 5,8 Kilometer auf. Geht eure Flak auf 5,8 Kilometer und ihr geht 8 Kilometer auf, geht ihr weiterhin bei 8 Kilometer auf. Es geht einfach nur darum, dass man nicht mehr seine Flak ausschaltet, ja, die Torpedobomber alle im Anflug sind, das Schiff quasi gar nicht sehen, ja, und in dem Moment drückt ihr auf, dann werdet ihr entdeckt und in dem Moment drückt ihr auf P oder ihr lasst die Flugzeuge sogar noch näher ranfliegen und drückt dann auf P und sofort ist alles schwarz am Himmel. Und genau das soll eben verhindert werden. Betroffen davon sind Wooster, Minotaur, Cleveland, Atlanta, Flint und andere Schiffe, die halt gute Tarnwerte haben. Und das versetzt uns als Trägerpiloten oder die Trägerpiloten eben in die Lage, zumindest einigermaßen eine faire Chance zu haben. Zu sagen, okay, da ist eine Minotaur, die fliege ich gar nicht erst an, weil die ist sowieso sehr stark anti-air bewaffnet oder wie auch immer. Und ja, das ist einfach ein Ticken fairer, muss man ja einfach auch irgendwo mal sagen. Denke ich zumindest. Dann geht's weiter. Und zwar ist ja vor kurzem, weg von den Trägern jetzt und von den Sichtbarkeiten, der Klang in World of Warships, die Audiogeschichte, verändert worden. Und es wurde jetzt so ein Auro 3D installiert und allgemein wurden viele Soundfiles angepasst. Man hört jetzt zum Beispiel auch die Mumpeln aus dem Lauf auf das Schiffdeck prasseln. Also eine ganzen Geschichten. Das ist mir jetzt zumindest neulich aufgefallen. Und hier wird extrem viel verändert. Also viele Bugs auch behoben. Ne? Zum Beispiel, dass die Schalter der für Geschwindigkeit und Richtung nicht mehr so laut klack, klack, klack macht und so eine Sachen. Dann wurden Sachen verändert in der Fernglassicht, dass das eben nicht mehr ganz so laut ist, wenn die Granate einschlägt oder solche Sachen. Hier sind wirklich viele, viele Sachen dabei. Auch die Musik im Hafen. Da kann es vorkommen, dass wenn man dann Schiffe verkauft oder kauft, dass es extrem laut war, obwohl man das im Hafen die Musik auf leise gestellt hat und so eine Sachen. Also sind einige Sachen dabei. Dann geht es noch weiter. Es wurden noch weitere Fehler behoben neben den Sounds. Nämlich zum Beispiel hatte die Missouri seit dem Update, was jetzt kam, das wusste ich auch noch nicht, ein 10 Kilometer Radar statt 9,5 Kilometer. Und diese Sache wird behoben, weil 9,5 für dieses Schiff eben vorgesehen ist. Außerdem gibt es eine verbesserte Genauigkeit der Bomber, und zwar bei den Briten, und zwar bei dem Träger Furious und ihr Angriffsflugfeuer auf dem Träger Indomitable. Das ist T6 und T8, wenn ich mich recht entsinne. Da wird die Genauigkeit der Angriffsflugzeuge und Bomber verändert. Und zwar war es da so, dass wenn man weniger Bomber hat, muss sich ja quasi auch die Genauigkeit verändern, damit man mindestens einigermaßen die gleiche Chance hat, ein Ziel zu treffen. Und das war eben nicht so, sondern umso weniger Flugzeuge man hat, desto weniger genau konnte man treffen. Und die Mechanik sieht das aber anders vor und deswegen ist da jetzt eine höhere Genauigkeit erforderlich und das wird jetzt hier eingesetzt.
Außerdem wurde ja das, was ich vorhin sagte, mit Update 0803, diese 20% Reduzierung für Sicht aus der Luft, ist auf die Testschiffe überhaupt nicht angewendet worden. Und mit dem Update wird das jetzt auch auf die Testschiffe angewendet. Also wir reden jetzt von russischen Schlachtschiffen zum Beispiel, die da aktuell getestet werden. Oder die alternative Version der Giulio Cesare oder die alternative Version der Le Terrible. So kommen die nämlich jetzt dann halt auch in diesen Genuss. Nächster Punkt ist dann ein Fehler, der zu einem kurzfristigen Leistungsabfall im Kampf führte. Kann ich mir jetzt gerade noch nicht so ganz genau erklären, was das genau jetzt war. Vielleicht habt ihr da eine Ahnung von, dann runter in die Kommentare, entweder hier bei Facebook oder hier unter das YouTube-Video, was ihr gerade seht. Dann gibt es noch einen Fehler, der euch sicherlich gefreut hat, nämlich vorher gefreut hat, jetzt wird er ja quasi genervt, wenn man dazu möchte. Ihr könnt im Arsenal seit neuestem hier die Container für das Gefecht vom Nordkap kaufen. Und das hat sich halt jetzt auch verändert. Vorher waren es 25 Signalflaggen, die ihr da rausbekommen konntet. Jetzt sind es dann nur noch 10. Und auch die Frosttannenbaumtarnung wurden jetzt von 3 auf 1 reduziert, was dann dem Gegenwert von 5000 Kohle wohl eher entspricht. Zumindest so, wie sich das Wargaming vorstellt. Und der letzte Punkt von diesem Hotfix ist, dass bei der Exeter ein Fehler existierte, nämlich ihr konntet Einzelabwurf machen oder nur den ganz weiten Spread, also den ganz weiten Winkel, abwerfen. Aber das ist falsch. Ihr solltet nämlich eigentlich Einzelabwurf und den, das, was bei anderen Schiffen der schmale Spread ist, ist dann euer weiter Spread. Also der Winkel ist dann einfach kleiner und korrigiert worden. Das ist Update 0811. Jetzt bei den ganzen Versionen kommt man da total durcheinander. Wann passiert das jetzt alles? Genau morgen, den 6. März. Von 5 bis 6 Uhr sind die Server nicht verfügbar und da werden die Sachen aufgespielt. 110 MB ist das Update groß. So, wenn ihr dazu Fragen habt, rein in die YouTube-Kommentare, rein in die Facebook-Kommentare. Wir stehen bereit. Wir werden euch möglichst viele Informationen bieten, die wir selber haben oder wie wir eben gelesen haben. Manchmal gibt es ja auch noch Fragen dazu, wie man das zu interpretieren hat. Also eine Sachen einfach fragen. Wenn wir es wissen, werden wir das euch beantworten und das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, so wie wir das immer machen. So, nächster Punkt ist dann die Kompensation. Wir hatten euch in der letzten Flaschenpost davon berichtet, dass ihr eine Kompensation abrufen könnt. Und zwar für die Serverprobleme, die Ende Februar hier unterwegs waren. Und es wurde jetzt ein Zeitraum festgelegt, in dem ihr aktiv sein musstet und ein Gefecht gespielt haben musstet. Und zwar der 14. Februar bis zum 2. März. Wenn ihr dazwischen irgendwann mal ein Gefecht gespielt habt, dann habt ihr Anspruch auf diese Kompensation. Die müsst ihr abholen. Link ist unten in der Beschreibung drin. Da könnt ihr euch ihr müsst euch einloggen auf die World of Warships Seite. Dann klickt ihr auf Kompensation abholen. Und dann bekommt ihr Premium-Spielzeiten, Luftversorgungscontainer und Flaggen. Und dafür habt ihr Zeit bis zum 19. März Mitternacht, also sagen wir bis 18. März kurz vor Mitternacht. Das ist also, Entschuldigung, wichtig, dass ihr euch das selbst abholt. Mehr kann ich jetzt nicht dazu tun. Ich hoffe, ihr beherzigt das alle und ab geht die Post. Viel Spaß mit dem Luftversorgungscontainer und der World of Warships Premium-Spielzeit. Nächster Punkt ist dann neue Karten. Neue Karten, ich habe es hier vorbereitet, Supertest. Und zwar wurde, ich glaube, das war am Freitag oder was, am Samstag, wurden 3 neue Karten vorgestellt, die jetzt in den Supertest gegangen sind. Ich kann noch gar nicht so viel zu den Karten erzählen. Ich mache euch erstmal hier nur das Bild ein bisschen größer und gehe das einmal mit euch durch. Also ihr seht, das sind Karten, wo relativ, also die erste Karte hier, relativ viel Wasser, keine Inseln, die in den Caps liegen. Das heißt, die Caps sind frei für die Ds, also ziemlich, ziemlich schwierig, sich dann da auch zu verstecken, wenn die Träger jetzt euch dann zum Beispiel aufklären wollen oder überhaupt mit Radar. Also das ist schon ziemlich schwierig. Das wird eher das Gefecht wahrscheinlich außenrum stattfinden. Und ja, mal gucken, was da passiert. Aber ihr habt außerhalb der ganzen Caps habt ihr doch einigermaßen Deckung. Der nächste Punkt ist dann viele ganz kleine Inseln. Die Karte sieht extrem interessant aus, wie ich persönlich finde, weil ihr eben zumindest in der Mitte habt ihr ein Cap, wo 2 Inseln oder sogar 3 Inseln zum Cappen benutzt werden können. Links, das erinnert mich so ein bisschen an Schlafender Riese, bloß mit einer halben Öffnung, nicht mit einem komplett geschlossenen Bereich. Und ja, ja, die sind halt sehr nah beieinander, ne? Und hier habt ihr dann einen komplett offenen Cap. Also, die interessiert mich sehr, die Karte. Die andere geht so, sage ich jetzt mal. Und die dritte Karte ist dann so ein bisschen an Land des Feuers wahrscheinlich angelehnt und sieht so ein bisschen aus wie
eine Low-Tier-Karte, wie nannte sich das noch? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Da startet man da und da. Ich habe gerade den Kartennamen nicht im Kopf, aber erinnert mich so ein bisschen daran. Und hier habt ihr halt in jedem Cap eine Insel und könnt dann halt mit euren Zerstörern möglicherweise da cappen. Und es wird halt auch schwieriger für alle Beteiligten, diese Caps dann zu verteidigen oder eben einzunehmen. Also, wenn sie eingenommen sind, wieder zurückzuerobern. So ist vielleicht die bessere Wortwahl. Denn vom Prinzip her sollte es eigentlich ein Ticken einfacher sein, die Sache einzunehmen, weil ihr einfach Deckung suchen könnt als Zerstörer. Das sind die drei Karten, die jetzt kommen oder jetzt im Supertest sind. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Auch darum kann ich euch, würde ich mich sehr freuen. Ich bitte euch darum, kommentiert hier gerne entweder hier unten drunter unter dem Facebook-Eintrag oder eben unter diesem YouTube-Video. Das würde mich auch sehr interessieren, was ihr von den neuen Karten erwartet. Erwartet ihr, dass diese Karten in die Clan-Gefechte mit reingehen, in die gewerteten Gefechte, oder sollen das einfach nur Zufallskarten bleiben? Und ja, welche Tierstufen ist hier mehr oder weniger schon vorgegeben? Ne? T8 bis T10, da sollen diese Karten angesiedelt werden. Also schauen wir mal. Ne? Ich bin mal gespannt, was ihr so für Ideen habt. Oder vielleicht fehlt euch eine Karte. Vielleicht wünscht ihr euch auch eine bestimmte Karte. Einfach rein damit in die Kommentare. Würde mich einfach mal freuen, eure Gedanken zu dieser Sache zu lesen. Nächster Punkt und letzter Punkt ist das Rekrutierungsposter. Ihr könnt wieder kreativ werden, geistig kreativ. Und hier ein bisschen Gas geben. Und vor allen Dingen, was für euren Clan und eure ganzen Mitstreiter im Clan tun. Wenn ihr in einem Clan seid, dann könnt ihr ein Rekrutierungsposter für euren Clan machen und da eine Botschaft für die Spieler hinterlassen, die sich vielleicht für euch interessieren, wie auch immer. Hier sind die ganzen Regeln nochmal erklärt, aber es geht ja darum, was könnt ihr denn dafür bekommen? Euer Clan, wenn ihr Erster werdet, ja, wenn ich das richtig sehe, waren das nämlich auch die ersten drei Plätze, bekommen alle den gleichen, nee, nicht ganz den gleichen Preis, aber fast. Jeder der ersten drei Plätze bekommt 1000 Öl und drei kleine Mondcontainer für jedes Mitglied. Also habt ihr 50 Mitglieder, kriegt jedes Mitglied 1000 Öl und drei kleine Mondneujahrscontainer. Und ihr persönlich erhaltet obendrauf noch drei große Mondneujahrscontainer und 30 Tage Prämie für den ersten Platz, drei große Mondneujahrscontainer und 14 Tage Prämie-Spielzeit für den zweiten Platz und drei große Mondneujahrscontainer und 7 Tage Prämie-Spielzeit für den dritten Platz. So, und dann geht es weiter. Platz 4 bis 10 kriegt 500, also euer Clan erhält 500 Öl, aber nicht mehr pro Mitglied, sondern pauschal. Und ihr haltet dann nochmal drei kleine Mondneujahrscontainer. Das sind die Punkte, die ihr machen könnt. Und darüber hinaus gibt es dann für euch individuelle Preise: ein T8-Premium-Schiff als Überraschung, T7, T6, je nachdem, welche Platz ihr belegt. Und dann nochmal hier für den vierten bis zehnten Platz drei kleine Mondneujahrscontainer. So habt ihr dann schon sechs wahrscheinlich dann zusammen. Es geht da halt nur bis in die besten 10. Das sind die Preise, die ihr hier seht. Aber es werden zufällig nochmal Pakete vergeben mit drei kleinen Mondneujahrscontainer für jeden Teilnehmer, der daran mitmacht. Ich habe meinen Toxic bei mir im Clan hier schon versucht zu akquirieren, sodass er vielleicht auf eine Idee kommt und wir da einfach mal mitmachen. Ich würde mich freuen, da so ein eigenes Clan-Werbungsposter zu sehen. Das würde mich schon ein bisschen glücklich machen. Wichtig ist halt hier, also die Regeln müsst ihr euch unbedingt durchlesen und hier auch den Haftungsausschluss, ganz, ganz wichtig. Ja, ihr tretet zum Beispiel einen Teil eurer Rechte sozusagen, also die Verwendung an Wargaming ab. Also die können dann zum Beispiel mit dem Poster halt Werbung machen, auf der Homepage verwenden, auf den Medien und so eine Sachen. Leset euch in Ruhe durch. Es ist auf jeden Fall eine coole Aktion. Ihr könnt seit dem 2. März mitmachen und die Einsendungen sind bis 25. März, ja, sagen wir mal Mitternacht oder kurz 1 Uhr möglich. Und die Preise werden wohl am 9. April gutgeschrieben. Der Wettbewerb ist nur für den EU-Server, also von daher gebt Gas. Solltet ihr nicht in einem Clan sein und sind dann für euch natürlich nur die individuellen Belohnungen interessant und dann könnt ihr ein Poster erstellen für World of Warships, nicht für einen Clan, in dem ihr ja nicht seid, also dann nur für das Spiel. Wie gesagt, ich freue mich darüber. Hier sind mal so ein paar Ideen von Wargaming selbst entworfen. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, so eine Retro-Dinger finde ich total klasse. Von daher, ja, ich freue mich auf eure Einsendung, die werden wir dann hier sicherlich sehen und das wird dann hier veröffentlicht werden auf der Seite. So, und das war es jetzt schon mit unserer Flaschenpost für heute. Ich hoffe, es gab wieder eine Menge Informationen für euch, die ihr haben wolltet, beziehungsweise die ihr vorher noch nicht hattet.
Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, einen Kommentar da lasst. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, lade ich euch herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und vor allen Dingen auch weiter zu empfehlen. Und wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, was ja auch mal vorkommen kann, dann einfach rein in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder unter hier, unter in Facebook, unter unseren Artikeln oder wie auch immer und kommentiert, aber konstruktiv. Und solange das so ist, bekommt ihr auch von uns eine Antwort in der Regel und könnt ihr auch erwarten, weil ihr euch ja auch Mühe gebt und euch damit auseinandersetzt mit dem Content, den wir hier produzieren. Ich wünsche euch jetzt allzeit guten Weg und eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Bis zum nächsten Video hier auf dem Seekrauts-Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.